Auf jeden Fall habe ich da noch einen für dich. Brian Patrick O'Malley. Kommt mir bekannt vor. Irischer Gangster, alte Schule aus Baton Rouge. Musste türmen, als ihm das FBI auf die Pelle rückte. Man munkelt, O'Malley wolle sich hier in New Bordeaux die Taschen füllen und dann nach Mexiko abhauen. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr angepisste Iren, die um diese Stadt kämpfen. Das dachte ich mir auch. Ich habe gehört, O'Malley soll sich wohl im Bayou verkrochen haben. Fang ihn ab, bevor er seinen Plan umsetzt. Ich schätze, du brauchst ihn lebend, wie die anderen. Leichen bringen kein Geld. Außerdem hat er 4 Brüder. Alle dick im Geschäft, oben in Baton Rouge. Du brauchst nicht noch mehr Feinde, würde ich sagen. Betäubungspfeile also. O'Malley hat Schläger bei sich. Pass auf dich auf. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Ich habe quasi Bedarf an allem. Kannst du mir helfen? Bin im Bayou. Komme schon, nur einen Augenblick. Siehst du was, was du brauchst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Sorgsam damit. Ich habe einen Termin beim Friseur. Töten Sie mich nicht, bitte! Ich habe O'Malley. Sehr gut. Und jetzt verschwinde da.
Du erledigst die Dinge. Danke, dass du O'Malley geschnappt hast. Nachdem die Behörden ihn geschnappt haben, dürfte er für seine Brüder nicht mehr von Nutzen sein. Wahrscheinlich schmieden die schon gewisse Pläne. Das ist ziemlich eiskalt, Marshall. Ist für mich alles eine Frage der Schadensbegrenzung. Lässt man einen Arsch wie O'Malley Nubadomis brauchen? Oder sollen sich lieber seine Brüder im Knast um ihn kümmern? Wir beide wissen, wie das läuft. Gesprochen wie ein wahrer Nigger. Was soll ich sagen? Man muss halt kleine Scheißsachen machen, um die richtig großen Scheißsachen zu verhindern. Und Leichen verscharren wir unterwegs. Hey, wenn ich eine Gardinenpredigt will, rufe ich meine Mutter an. Du hast das Richtige getan. Dieser Duplass. Ich habe mit einem Kumpel bei der Staatsanwaltschaft geredet. Er kommt frei und lässt den Hosenstall jetzt zu. Es geschehen doch immer wieder Wunder. Ja, kleine Wunder. Danke für deine Hilfe, Lincoln. Wir sehen uns, Marshall. Du hast dir die drei eingefangen wie eine Sommergrippe. Gute Arbeit, meine ich damit. Ganz im Ernst, ich bin sehr froh, dass du den Iren überlebt hast. Mhm.